Liebe Hörer an den Empfangsgeräten, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leib und Speise, dem Magazin über unser Essen und unser Trinken. Auf Kontrafunk natürlich. Mein Name ist Markus Fahlefeld und ich führe Sie durch die nächste Stunde mit den folgenden Themen. In wenigen Tagen ist St. Martin und wir sind mittendrin in der Martinszeit und zu ihr gehört ganz traditionell der Gänsebraten. Ein bisschen so wie in Amerika der Turkey, also der Truthahn, zu Thanksgiving gehört. In Deutschland zieht sich der Gänsebraten als Essen auch in die Weihnachtszeit hinein, der weihnachtliche Gänsebraten. Aber was ist los mit unseren Gänsen? Viele Restaurants haben auf den Gänsebraten dieses Jahr verzichtet, die Preise sind zu hoch gegangen, einige haben auf Ente umgesattelt, weil die Gans ist unerschwinglich geworden. Ich rede mit zwei Gastronomen, einem aus Oranienburg, also Brandenburg in Deutschland, und einem aus Niederösterreich. Einige Tipps, wie die Gans ganz sicher auch zu Hause gelingt, sind natürlich auch dabei. Und weil wir mit einem österreichischen Koch sprechen, der uns einen österreichischen Rotwein zum Gansessen empfiehlt, erlaube ich mir, diese Traubensorte, die in Deutschland recht unbekannt ist, kurz vorzustellen, einige Weinbeschreibungen dazu zu geben und für die deutschen Zuhörer zu erweitern, wie man den richtigen Wein in Deutschland zum Ganselessen finden kann. Nachdem Michael Klonowski in der letzten Sendung das Gemeinschaftstrinken, das gemeinsame Trinken von Alkohol zum Wesensmerkmal des Westens, des freien Westens erklärt hat, setzt er heute noch einen drauf. Sein Thema diesmal Wein als Grundnahrungsmittel. Über Fragen und Anregungen freue ich mich wie immer per E-Mail unter info@kontrafunk.radio. Und eine dieser Anregungen werde ich heute auch aufgreifen, denn ich wurde oft angesprochen oder es wurde kommentiert, dass man doch wissen wolle, welche Musik ich spiele. Also werde ich heute mich etwas mehr um die Musik kümmern. Ich hoffe, ich kann das durchhalten, noch in den nächsten Sendungen, weil das natürlich sehr zeitintensiv ist. Und ich habe Ihnen für heute ein besonderes Schmankerl herausgesucht. Und zwar spiele ich heute Tango. Aber nicht den Tango Europeo, den wir hier in Europa kennen, nachdem wir glauben, tanzen zu können oder zu müssen, sondern den Tango Argentino, der hier in Europa und gerade in Deutschland etwas weniger bekannt ist. Der Tango Argentino ist eine ganz eigene Musikform, ein Liedgut vielleicht auch. Es wird sehr viel gesungen dazu. Es geht gar nicht ums Tanzen, es geht gar nicht um die Tanzschritte, sondern es ist eine bestimmte Art des urbanen Ausdrucks Ende des 19. Jahrhunderts. Sehr viel italienische Einflüsse, osteuropäische Einflüsse, übrigens auch deutsche Einflüsse. Das Bandoneon ist ein deutsches Instrument, das dann irgendwann in den Tango Argentino integriert wurde. Und diese Musik rangiert zwischen traurig und pathetisch. Sie ist nicht unbedingt zum Tanzen, aber hat natürlich den Tango-Rhythmus immer irgendwie versteckt drin. Dann starten wir gleich mit einer wunderbaren Formation, einer jungen Künstlerin, die in Buenos Aires geboren wurde, inzwischen dort in New York und Berlin lebt und einer Formation vorsteht, die sich Electro Dub Tango nennt.
Das war also Electro Dub Tango mit dem Lied Mundo Bizarro. Spätestens seit Beginn dieses Jahres rauschen wir in eine Mangelwirtschaftslage hinein. Das heißt, die Güter des alltäglichen Lebens werden knapp und vor allen Dingen, wenn sie knapp werden, werden sie teuer. Das merken die Gastronomen, das merken natürlich auch die Endverbraucher und jetzt hat es die ganz getroffen. Die Preise für Gänse haben sich von 2021 auf 2022 kurzerhand verdoppelt und bereits 2021 war ein Preisanstieg von fast 30% zu verzeichnen. Die Überschussgesellschaft hat einen schlechten Ruf bekommen. Sie gilt als umweltschädlich, als klimafeindlich. Und ich glaube, die Menschen, die so etwas sagen, träumen von einer Art neuen DDR, in der man die guten Waren entweder nur über Beziehungen bekommt oder indem man morgens um 7 vor dem Laden steht und sich in die Schlange einreiht, weil um 11 Uhr dann die Warenauslagen bereits wieder leer sind. Für Kant war Aufklärung noch der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und ich glaube, für die Öko-Ideologen ist die Rettung des Weltklimas der Wiedereintritt in die selbstverschuldete Mangellage. Wie gehen Gastronomen damit um? Ich meine, Sie müssen sich vorstellen, Sie gehen um 19.30 Uhr ins Restaurant und es gibt kein Gericht mehr von der Karte, weil alles ausverkauft ist. Ein Gastronom muss natürlich auf Vorrat einkaufen. Er muss sozusagen im Überschuss einkaufen, um alle Gäste bedienen zu können. Dafür spreche ich mit Herrn Ivo Vogelsang vom Gasthaus zum Taubenschlag in Oranienburg. Das Gasthaus zum Taubenschlag ist ein Restaurant, das man früher bürgerlich nennen würde. Heute ist das nicht mehr der allerschönste Begriff, aber der Ivo Vogelsang versucht eine Küche zu machen, wo er die Oranienburger an seine eigenen Kreationen heranführt. Er hat sehr viel Wildgerichte auf der Karte aus den heimischen Wäldern. Das Einzugsgebiet ist noch Berlin, also es gibt auch ein bestimmtes großstädtisches Publikum. Und der Vogelsang hat immer die letzten 30 Jahre, das Restaurant hat er seit 1993, er hat die letzten 30 Jahre immer zwischen St. Martin und Weihnachten sein traditionelles Gänseessen angeboten. Herr Vogelsang, hallo. Hallo. Ich habe auf Ihrer Karte gelesen, dass Sie, wie schrieben Sie, den Irrsinn nicht mitmachen wollen. Was ist passiert bei den Gänsen? Tja, folgendes, die Preise sind exorbitant gestiegen. Ja, wie gesagt wurde, wegen dem Sommer, der war zu warm. 21 hatten sie ihr Flügelpest. Da mussten sie etliche Tiere wohl quälen, Muttertiere wohl auch. Ja, war dann zu warm, die Tiere haben zu wenig gefressen und alle springen auf den Zug auf. Das Getreide kommt aus der Ukraine und zu teuer. Wo kommen Ihre Gänse her, die Sie normalerweise ab St. Martin bis Weihnachten servieren in Ihrem Restaurant? Die Gänse kommen aus Polen, das ist eine sehr gute Ware. Sie haben ja schon gelesen bei uns in der Karte, dass eben die Preise sehr hoch sind dieses Jahr. Mir stören eigentlich nicht mal die Preise, nur wie sie drüber bringen, das gefällt mir nicht. Von mir aus zahle ich auch für eine ganz 100 Euro, aber der Kunde muss auch bereit sein, meinen Preis zu zahlen und das ist er nicht. Das heißt, Sie müssten die Gans dann, Sie hatten es auf Ihrer Homepage so beschrieben, eine 5 Kilo Gans mit mehr als 230 Euro anbieten, ja, als Komplettgericht und das kann eine Familie dann einfach nicht mehr leisten. Nachdem, glaube ich, letztes Jahr die Gans 120 Euro gekostet hat. 125 komplett mit einer Bouillon und Lösekartoffeln, Rotkohl, Grünkohl. Den Preis kann ich nicht mehr halten. Und wie gesagt, die Leute sind auch nicht bereit, das zu bezahlen. Und das sehe ich auch vollkommen ein, weil jeder hat endlich ein dickes Portemonnaie. Sie sagten gerade, dass zum einen viele Tiere gekeult werden mussten, dass zu wenig Wasser da war. Das heißt, die Gänse nicht richtig fett wurden, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, so wurde gesagt. So wurde gesagt. Aber es klingt ein Zweifel bei Ihnen durch. Ich sag mal, ich nenne das Marktbereinigung. Die Preise stabil hochtreiben, das ist ja nicht erst seit diesem Jahr. Der Poker geht schon mindestens 3 Jahre, dass die Preise ständig anstecken. Habe ich auch vollstes Verständnis dafür. Die Leute sollen auch ihr Geld verdienen, wenn sie die Arbeit drinstecken. Aber dann sollen sie doch ehrlich sein und sagen, pass auf, es wird alles teurer, wir müssen auch anziehen.
Ne, und nicht mit so einen fadenscheinigen Dingern hier antreten, dass eben dazu warm war, die nicht richtig gefressen haben und. Also das glauben Sie nicht, dass das Klima und die Geflügelpest irgendwie ein preistreibender Faktor waren. Aber es sind ja die Energiekosten gestiegen. Ich weiß gar nicht, sind Gänse sehr energieintensiv? Die Futtermittelpreise sind erheblich gestiegen. Das muss ja irgendwie umgeschlagen werden. Nein, natürlich. Wie gesagt, ich habe da vollste Verständnis für. Dann sollen sie doch mit der Wahrheit rausrücken. Mhm. Und einfach sagen, die Preise sind auch beim Futter enorm gestiegen. Ich sehe das selber, ich bin Taubenzüchter, ich sehe, was mein Futter teurer geworden ist. Wird bei denen nicht anders sein. Da brauchen sie mir nicht mit solchen windigen Dingern kommen, dass das Futter aus der Ukraine kommt und dass er eben deshalb die Tiere nicht richtig versorgen konnten. Da muss ich weniger Tiere halten, so einfach ist das. Gibt es denn genug Gänse auf dem Markt? Also ich frage mich, zum einen sind die Preise gestiegen, zum anderen habe ich aber auch schon gelesen von einer Gänseknappheit. Das eine bedingt natürlich immer das andere. Das heißt, wenn die Nachfrage groß ist und das Angebot gering, dann steigen die Preise. Woran liegt es, dass dieses Jahr, nehmen wir mal an, es liegt nicht an der Wärme, an der Trockenheit und an den gekeulten Tieren? Woran liegt es, dass die Gänse so knapp werden? Kann es sein, dass Deutschland für die Polen gar nicht mal ein so interessanter Markt ist, weil vielleicht Zahlungsschwierigkeiten, Zahlungsengpässe etc. drohen? Ich denke mal, dass die Großabnehmer vorsichtig geworden sind. Weil es auch im vorigen Jahr habe ich erfahren, dass sie vorher schon Probleme hatten, überhaupt die Ware ranzubekommen. Ja, oder Ware bestellt haben, wurde zugesichert, nicht erhalten haben. Aus Polen nicht erhalten haben. Aus Polen. Mhm. So, und ich meine, kann natürlich sein, dass sie das hier gehört haben, aber die werden da schon andere Sachen noch im Petto haben. Also andere Zuchttiere. Und ja, mich stört das auch gar nicht, dass das nicht immer da ist. Muss gesagt, dann sollen sie halt ehrlich sein und sagen, pass auf, wir haben dies ja nicht so viel. So und so ist die Lage und dann ist gut. Hm. Ja, das soll ja, ich mach mal jetzt einen Sprung zum Gemüse. Spargel war früher ein Edelgemüse, wird heute eigentlich, ist ein Allerweltsgemüse, weil es gibt es ständig. Und so denke ich mal, wird das bei den Gänsen auch sein. Wenn das knapp ist, wird das mehr exklusiv. Was könnte der Sinn dahinter sein, dass Gänse exklusiv werden? Dass wir sozusagen gezwungen werden, weniger Fleisch zu essen, auf den Gänsebraten zu verzichten? Oder was ist der Sinn dahinter? Kann möglich sein. Also mich würde heute nichts mehr wundern. Mhm. Wenn Sie die Werbung im Fernsehen sehen, es zieht doch darauf hin, nur noch vegetarisch, vegan. Und dafür, dass dafür aber in Brasilien die Urwälder abgehackt werden, um Soja anzubauen, interessiert kein Menschen. Die Grünen sagen zwar, das ist für das Tierfutter, aber die Tiere kriegen ja nur die ausgewaschenen Schalen, weil die Sojamilch, die sie für Tofu und dergleichen brauchen, die werden sie ja nicht verfüttern. Und genauso wird mit den Gänsen sein. Also das heißt, es gibt irgendwo eine unnatürliche Preistreiberei, die dazu führen soll, dass... Ja, wie gesagt, ich hatte Ihnen ja zu Anfang gesagt, ich habe kein Problem. Ich würde auch für eine ganz mehr bezahlen, wenn der Kunde bereit ist, mir meinen Preis zu zahlen. Also ein Gastronom, ich sag mal, der muss wenigstens mal 3 nehmen, wenn sie eine 5 Kilo ganz haben mit 50 Euro. Ja. Mal 3 sind wir schon bei 150. Dann kommt noch die Mehrwertsteuer drauf. Und das ganze andere Gedöns, also praktisch die Beilagen, Klöße, Kartoffeln etc. Und dann sind Sie eben bei diesen 230 Euro, die das Sie einfach faktisch nehmen. Da landen Sie dann irgendwann bei 230 oder noch mehr. Wenn Sie eine Bio-Gans nehmen, hatte vor ein paar Wochen eine Kundin, die sagte mir, dass sie ja in Berlin die Sterne-Restaurants oder in Hamburg sich weigern, diesen Wahnsinn mitzumachen. Mhm. Und wenn Sie eine Bio-Gans beim Bauern eine Gans kaufen, ich sag mal für 80 Euro, ja, dann haben Sie aber nur die Gans. Ja. Das ist nichts, da haben Sie keinen, die ist noch nicht gebraten, nichts, die ist roh. Das ist ja, die Leute nicht rechnen. Auch die kostet ja bloß 50 Euro, der bereichert sich, der macht da Geld ohne Ende. Aber Arbeitszeit, Energie und. Hm. Was machen Sie dann dieses Jahr? Sie bieten ja Gänse an, aber nur auf Vorbestellung, wenn ich das richtig verstanden habe. Nur Vorbestellung und leider auf Vorkasse, weil ich bleibe ungern auf den Dingern sitzen. Na, und halt nur die 4 Kilo Gans. Ist auch ein bisschen abgespeckt, ist nicht mehr ganz so üppig wie die Jahre vorher. Gänsekeulen werden gar nicht angeboten. Weil die Einzelteile, die sind natürlich noch teurer, logisch, weil ja da mehr Arbeit drin steckt als beim ganzen Tier. Und ja, sie müssen es auseinandernehmen und. Ne? Ja. Also haben sie mehr Arbeit. Und eine Gänsekeule, meine Kollegin sagte, die hat letztens gesehen, im Einzelhandel 22 Euro das Kilo Gänsekeule. Da können sie sich dann ausrechnen, was sie dann bezahlen, wenn sie zu mir kommen. Na, wenn sie das mal reinnehmen, dann sind wir schon bei 66. Ja, ich las auch schon, dass man jetzt pro Person
für ein Gänseessen im Restaurant mindestens 50 Euro bezahlen muss. Das ist sozusagen der Mindestpreis für ein Gänseessen. Glauben Sie denn, dass Sie alle Ihre Kunden befriedigen können, die Sie bei Ihnen vorbestellen und dann auch Vorkasse leisten? Ich hoffe es. Also die Kunden sehen das ein. Habe ja auch schon ein paar etliche verkauft. Natürlich nicht so wie die Jahre vorher. Das wird, ich sag mal, ein Drittel sein von dem, was ich im Laufe der Jahre, also vorher verkauft habe. Ist aber auch nicht so schlimm, ich kann damit leben. Dann ist es halt so. Dann geben Sie uns noch einen letzten Ratschlag für unsere Zuhörer. Was ist Ihr Lieblingsrezept? Was würden Sie den Zuhörern raten, wenn sie selbst eine Gans machen? Wie sollen sie zubereiten? Langsam garen. Ja. Oder vorher, wie Oma das gemacht hat, im Bräter, wenn die Gans würzen, also Thymian, Salz, Pfeffer, Zwiebeln, Äpfel und auf der Brustseite ins Wasser legen, also in den Bräter viel Wasser rein, weil das Fett muss aus der Haut raus oder unter der Haut raus, sonst wird sie nicht knusprig, dann wird sie wie ja, Leder. Und bei welcher Temperatur und wie lange? Also 180, 200 Grad. Und dann, wenn sie auf der Brust eine Weile liegt, die braucht ja ein paar Stunden, also pro Kilo ungefähr eine Stunde, dann drehen sie die ganz um und dann kurz bevor sie verzehren wollen, geben sie nochmal richtig gut Oberhitze, damit sie richtig knusprig wird. Und dann ist alles schön. Und den Fond, der dabei ist, habe ich auch schon gehört von Kunden, dass er den weggemacht hat und haben aus der Tüte angerührt. Also. Ist der blanke Geschmack, der da drin ist. Ja. Um zum Kross werden, aus dem Bräter rausnehmen, dann einfach auf den Rost und dann nochmal richtig Hitze geben. Na, Rost müssen sie nicht. Sie können natürlich in den Bräter drin lassen. Denn die Keulen, alle, was unten liegt, kriegt eh nicht mehr so eine Farbe, aber dass die Brust und die obere Keule doch schon gut braun ist. Okay. Nur das Fett muss weg. Das Fett muss weg. Das Fett muss ausgekocht werden, deshalb mit Wasser ansetzen. Und das Fett löst sich ja im Wasser durch die Hitze und dann umdrehen. Ansonsten wird die Haut labbrig. Die wird nicht kross. Ja, ja, genau. Und die krosse Gänsehaut, die ist ja das Besondere. Das ist das Beste. Herr Vogelsang, ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank. Alles klar, danke. Das war der weltberühmte Tango- und Klassikgitarrist Aníbal Arias aus Argentinien mit dem Lied Secreto. Herr Vogelsang vom Gasthaus zum Taubenschlag in Oranienburg hat uns gerade seine Sicht auf die Entwicklung der Gänsepreise mitgeteilt. Nun ist es bei Kontrafunk die Aufgabe, über den Tellerrand hinauszuschauen, und so bin ich heute auch mit einem Gastwirt aus Österreich verbunden. Der Gasthausbesuch in Österreich hat einen anderen, vielleicht höheren Stellenwert als in Deutschland. Auf das Essen im Gasthaus wird weniger gerne verzichtet und vielleicht ist man in Österreich auch bereit, etwas höhere Preise in Kauf zu nehmen.
Verbunden bin ich nun mit Herrn Wild vom Gasthaus Wild im niederösterreichischen Starnwart. Herr Wild führt ein klassisches österreichisches Gasthaus, seit 100 Jahren im Familienbesitz und er ist seit 10 Jahren der Nachfolger und er ist ein junger Bursch. 33 ist er. Hallo Herr Wild. Grüße Gott. Grüße Gott zurück, genau. Sie kommen aus Österreich, Sie reden Österreichisch. Ich hoffe, ich habe keine Probleme, Sie zu verstehen, weil Sie wissen ja, was die Deutschen und Österreicher am meisten trennt, ist Ihre Sprache. Ich werde mich bemühen. Das müssen Sie gar nicht. Es geht um die Gans. Sie bieten Gänseessen dieses Jahr an und auch, wie Sie mir im Vorgespräch mitteilten, mit durchaus großem Erfolg. Ja, sehr zufrieden eigentlich. Sehr zufrieden. Aber die Gänsepreise sind dieses Jahr exorbitant gestiegen. Ja, ums Doppelte eigentlich. Also wenn man es vorher so gekauft hat, so sagen wir jetzt um 6, 7 Euro ist Kilo, redest du jetzt davon von, ja, so 12 bis 14 Euro. Genau, das Kilo Gans. Und das sind ungarische Gänse, die Sie von einem Großhändler in Österreich beziehen. Genau. Gibt es eine Gänseknappheit auf dem österreichischen Markt? Vor der Saison hätte ich gesagt, ja, aber mittlerweile muss ich sagen, glaube ich, dass es eigentlich nicht so war. Und ich glaube, dass auch jeder zufrieden ist mit, also von den Gänse her. Also ich glaube nicht, dass es unbedingt so schlimm war. Dass es nicht so schlimm war. Also nee. Sie glauben nicht, dass jetzt Ungarn oder Polen keine Gänse mehr nach Deutschland schicken. Genau. Weil Deutschland oder Österreich auch ein unsicherer Sparringspartner geworden ist, was jetzt Insolvenzen oder so angeht, sondern da wird viel drum geredet. Aber am Ende sind die Gänse da, auch wenn sie jetzt teuer sind. Genau, also ich bin der Meinung, dass das funktioniert oder so. Ja. Und Ihre Gänse bieten Sie an vom 29. Oktober über die St. Martinszeit hinweg, den ganzen November. Und Sie sagten auch, dass Sie ausgebucht seien. Genau, also ich habe mittlerweile eigentlich alle meine Gänse verkauft. Alle Ihre Gänse verkauft? Das heißt, genau. Sie haben ein Kontingent bestellt, haben dann Ihre Plätze angeboten und dann waren die innerhalb von 2 Wochen vergeben. Genau. Sozusagen. Und wie bieten Sie die Gans an? Mit Knödeln, mit Soße? Wie machen Sie das im Gasthaus Wild? Wir machen das mit hausgemachten Erdäpfelknödel dazu, ein Rotkraut und mit einem geschmorten Apfel. Und einem geschmorten Apfel. Also das ist wirklich ganz, ganz klassisch, was man so bürgerliche Küche nennt. Genau. Genau. Haben Sie auch irgendwelche anderen Rezepte auf der Karte? Ich sage jetzt mal ein bisschen fancy oder irgendwie, was man anders machen könnte mit einer Gans? Sehr interessant und ich sage immer, geschmort ist halt nochmal ein bisschen von der Geschmack her besser, weil sie dem eigenen Saft viel mehr schmort. Mhm. Ja, und sonst ist es mit der Leber, jetzt eine Leberpastete oder eine Terrine. Eine Leberpastete von der Gans? Genau, oder mit Leberknödel von der Gans zu einer Suppe. Also wirklich, man kann sehr viel machen mit Gänsen. Ah ja, das, was man also beim Rind von, wie sagt man, Head to Tail nennt, also dass man sozusagen alles vom Rind verarbeitet, das war ja so vor einigen Jahren so ein Trend, der ist bei der Gans eben auch möglich, dass man die Innereien nimmt, dass man einige Sachen, die man sozusagen nicht serviert, dann für andere Sachen, für andere Gerichte genau. benutzt. Für Vorspeisen, für Suppen kann man eigentlich sehr viel mit Innereien verarbeiten und dadurch auch sich noch mehr ein bisschen Geld dazu verdienen. Das heißt, die höheren Preise können Sie ein bisschen durch diese Mischkalkulation ausgleichen, weil Sie eben dann die Leber nehmen und daraus einen Leberknödel machen. Genau. Ja, das ist natürlich, das ist gut. Ist es das erste Jahr, dass Sie das machen oder haben Sie damit schon vorher angefangen? Nein, also das machen wir mittlerweile eigentlich eh seit die 10 Jahre, seit ich da zu Hause bin, wird das für Jahr so produziert. Mhm. Wie viele Gänsegerichte haben Sie auf der Karte? Nur das eine, wie wir es gerade besprochen haben, mit Knödelrotkraut? Oder gibt es auch noch andere, jetzt klassisch Gänsefleischgerichte? Derzeit aber nur dieses eine klassische Gansel. Mhm. Und vielleicht dann im Dezember dann eher noch vielleicht ein, zwei andere Sachen. Das heißt, das klassische Ganselessen, wie Sie es nennen, das ist ein Erfolg. Ihre Gäste kommen, Ihre Gäste zahlen auch den höheren Preis und Sie schaffen es irgendwie mit einer Mischkalkulation auch über die Runden zu kommen. Genau. Dann schildern Sie uns mal, was würden Sie unseren Zuhörern empfehlen, wenn Sie eine eigene Gans haben, einen, sagen wir mal 4 oder 5 Kilo Gansel. Wie sollten Sie oder worauf sollten Sie achten beim Zubereiten? Von Haus einmal das Wichtigste, sage ich einmal, viel Zeit nehmen, keinen Stress dabei haben. Diese 4 Kilo Gans am besten am Vortag einmal schön würzen mit Salz, Majoran, Kümmel, schön eintreiben, innen, außen. Dann wirklich mit Äpfel füllen
und dann wirklich einmal einen Tag im Kühlraum stehen lassen, dass sie die ganzen Gewürze entwickeln können und ins Fleisch reinkommen. Und das ist einmal von Haus aus das Wichtigste. Danach diese Gans, ich habe jetzt mittlerweile schon sehr viele Arten probiert und bin jetzt darauf gekommen, für mich persönlich, dass ich mir die Gans dann 2 Stunden, bevor ich in den Ofen gebe, rausnehme vom Kühlraum in den Ofen stelle und dann wirklich einmal eine Stunde dämpfe. Durchs Dämpfen ist für mich einfach der Vorteil, weil das Fleisch nicht so angegriffen wird, sage ich auf gut Deutsch, und einfach schön mit dem Dampf super, für mich persönlich sehr geschmacksvoll bleibt auch. Dämpfen muss ich mir vorstellen mit einem Dampfgarer, also wo man dann einen Ofen hat, genau, der ihn auch dämpfen kann. Natürlich, Sie als Profi haben das. Aber man kann natürlich auch, wenn man keinen Dampfgarer hat, einfach eine feuerfeste Form nehmen, Wasser reingeben und dann einfach bei 130 Grad aufdrehen und dann entsteht automatisch Dampf auch in jedem normalen Hausherd. Also gar nicht den Deckel drauf, sondern den Ofen sozusagen als Dampfgarer benutzen oder missbrauchen, indem das dann das Wasser anfängt zu kochen und den Dampf entwickelt. Genau, nach dieser eineinhalb Stunden, kommt immer auf die Größe, wie Sie gesagt haben, ich benutze jetzt 4 Kilo Händeln oder Gänse, da reicht es natürlich eine Stunde mit Dämpfen und dann einfach noch mit 160 Grad fertig, schön knusprig, dass die Farbe auch passt, machen. Und dann auch circa eine Stunde, eineinhalb. Und nach 3 Stunden sollte jeder eine perfekte Gans haben. Und würden Sie das Wasser dann abschütten oder würden Sie das Wasser in dem feuerfesten Topf lassen? Das Wasser brauchen Sie nicht nehmen, aber das Wichtigste ist natürlich von der Gans, der Saft, dass man den halt wirklich verarbeitet, weil da ist der meiste Geschmack drinnen. Den vorher nochmal mit aufkochen, Rotwein dazugeben und mit den geschmorten Äpfeln, was in der Gans sind, einfach schön pürieren und normalerweise gibt es einen sehr, sehr guten Geschmack. Wunderbar. Ja, ich merke schon, ich kriege jetzt die Lust auf ein Gänseessen und St. Martin steht ja auch vor der Tür. Dann verraten Sie mir noch ein letztes Geheimnis. Welchen Wein würden Sie kredenzen zu einem solchen traditionellen Gänseessen? Also weil es bei uns in der Gegend eine Weinregion ist und ich sage, bei uns ist ein Zweigel, der ein wirklich intensiver Geschmack ist und ein sehr intensiver Geschmack ist, würde ich einen schönen Zweigel dazu empfehlen. Ein Zweigel aus dem Wagram nehme ich an. Genau. Genau. Und der passt auch gut zu dem etwas Süßlichen, was die Äpfel in die Gans transportieren. Der hält das also aus, dass die Aromen zur Geltung kommen. Die Äpfel prinzipiell schmeckt man auch nicht unbedingt raus, von dem her mit diesem Rotweingeschmack, von der Soße und diesem wirklich würzigen Gans ist das eine hervorragende Kombination. Wunderbar. Ah, Sie haben mir jetzt wirklich Appetit gemacht. Herr Wild, ich bedanke mich, wenn unsere Zuhörer je nach Starnberg kommen, besuchen Sie das Gasthaus Wild, jetzt zur Zeit Gansel essen, wie es in Österreich heißt. Vielen Dank, Herr Wild. Ich sage danke. Gerne. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo. Todo manoseado. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Stravinsky, va Don Bosco y la Miñón. Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache
de llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allí en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Da lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de los otros, el que mata, el que cura, o está fuera de la ley. Das war Carlos Montero, ein spanischer Tango-Sänger, der in den 70er und 80er Jahren sehr eigenwillige Kreationen von Tango-Klassikern vorstellte. Das Lied Cambalache, das wir hörten, ist in der Originalfassung von 1934 und Carlos Montero hat es modern oder vielleicht gar nicht so modern interpretiert im Jahr 1984. Aber kommen wir wieder zum Essen und zum Trinken zurück. Und Herr Wild vom Gasthaus Wild im Niederösterreichischen, den wir gerade im Gespräch hatten, hatte ja schon einen Hinweis gelegt. Was ist der passende Wein zum Gansessen? Und er hatte von einem Zweigelt gesprochen. Nun ist der Zweigelt eine österreichische Traubensorte, eigentlich eine Neuzüchtung aus dem Jahr 1922, und zwar gezüchtet von einem Herrn Zweigelt. Aber damals in den 20er und 30er Jahren, als viele Neuzüchtungen auf den Markt kamen, auch in Deutschland, bekamen sie so prosaische Namen wie St. Laurent mal Blaufränkisch. Das war nämlich der Ursprungsname für den Zweigelt, weil die beiden Traubensorten St. Laurent und Blaufränkisch vermählt worden waren, gekreuzt wurden, wie es heißt. Und das ergab den Zweigelt. In den 50er und 60er Jahren entdeckten dann die größeren Weinhäuser oder Kellereien den Zweigelt, weil er ein guter Massenträger war. Er gibt dunkelrote Weine, die eine tiefe Farbe haben. Die Frucht ist würzig und dunkel, so Richtung Brombeeren und schwarze Kirsche. Und vor allem das Würzige hat dazu geführt, dass der Zweigelt eigentlich ein problemloser Essensbegleiter ist, der nicht mit großer Süße und großer Frucht das Essen überdeckt. Und weil in dieser Zeit wichtig wurde, was so auf dem Etikett stand und St. Laurent mal Blaufränkisch einfach nicht so gut ankam, haben die Kellereien daran gearbeitet, den Namen wieder dem Erfinder zurückzugeben. Und so kam es dann irgendwann, dass der Zweigelt sich Zweigelt nennen durfte, eben nach dem Erfinder der Sorte. Der Zweigelt ist nicht die hochwertigste Rotweinsorte, aber das ist eigentlich auch egal, weil zu einem Gansessen oder Ganselessen, wie es in Österreich heißt, muss es ein guter Essensbegleiter sein und nicht ein Degustationswein, sei es jetzt ein Pinot Noir aus dem Burgund oder ein Cabernet Sauvignon aus dem Bordeaux, die dann vielleicht noch Reife brauchen. Das ist alles zu kompliziert. Das Beste sind Weine aus der Region, wo man das Essen isst. Und selbst wenn es kein traditionelles, regionales Rezept ist, so sind die Weine doch eigentlich immer passend. Das ist ein ganz merkwürdiges Phänomen. Das hat was mit Essen, mit Trinken und vor allen Dingen mit Schmecken und mit Riechen zu tun, weil wir Menschen eigentlich sehr wenig schmecken. Auf der Zunge haben wir nur 5 Geschmacksrichtungen, nämlich das ist süß, scharf, salzig und sauer. Und dann gibt es neuerdings noch Umami, also maximal 5 Richtungen. Und das ist wirklich sehr rudimentär. Das heißt, das meiste, was wir beim Wein schmecken, ist das, was wir riechen. Und der Geruchssinn ist ein sehr geistiger Geruchssinn, weil das Strömende sozusagen in einen aufgenommen wird. Und dieses unsichtbare Strömende, das ist sehr volatil und ist sehr abhängig von dem Umfeld. Und so kann man sagen, dass die Weine, die man dort trinkt, wo sie angebaut werden, eigentlich am besten schmecken. Und jeder kennt das aus dem Urlaub, wo man irgendeinen Wein entdeckt und sagt, Mensch, der schmeckt aber großartig und meint, 12 Flaschen mit nach Deutschland bringen zu müssen oder nach Hause bringen zu müssen und dann dort feststellt, dass der Wein gar nicht mehr so gut schmeckt. Und das hat damit zu tun, dass das ganze Umfeld für das Schmecken des Menschen entscheidend ist. Also der Hinweis von Herrn Wild ist schon ein richtiger, dass der regionale Wein zu einem Gasthausessen wie einem Ganselessen einfach gut passt. Das hilft aber den deutschen Hörern nicht weiter, weil was könnten die zu einem Ganselessen trinken?
Tja, der deutsche Weinmarkt gibt diese Art Weine wie den Zweigelt gar nicht her, weil der deutsche Rotweinmarkt wird beherrscht eigentlich von einer Traubensorte, die sehr teuer ist, eben dem Pinot Noir. In Deutschland heißt er Spätburgunder. Und das ist gar nicht der passende Wein zu einem Ganzessen. Das heißt, Sie müssen sich einen nicht-deutschen Wein irgendwo besorgen. Und wenn Sie in den Supermarkt gehen, würde ich persönlich zu einem Südafrikaner greifen. Ein Südafrikaner hat einen guten Alkoholgrund, weil das ist wichtig, um gegen das Fett der Gans anzukommen. Und die Weine sind nicht allzu teuer und trotzdem von der Qualität her sehr, sehr gut. Und ich habe sehr gute Erfahrungen mit Nedderburg gemacht. Das ist ein Wein, den es im gut sortierten Supermarkt durchaus gibt. Das sind Weine, die wirklich dunkel sind, schmackhaft und würzig, nicht zu fruchtig, nicht zu süß. Das ist ein seriöser Wein für um die 7, 8 Euro ungefähr. Und da kann man eigentlich nichts falsch machen. Wer etwas mehr Geld ausgeben will, dem würde ich zum Fachhandel raten und dort einen Chianti Classico, vielleicht einen Chianti Classico Reserva von einem guten Erzeuger kaufen lassen, weil die Säure der Sangiovese-Traube, aus der der Chianti Classico besteht, die Säure der Sangiovese-Traube ist genau der Kontrapunkt, den ein fettiges Gericht wie die Gans einfach benötigt. Und wer das Glück eines Weinkellers hat und einfach in seinen Weinkeller hinuntergehen kann und einen vielleicht gereiften Wein hervorholen kann, dem glaube ich nicht, zu irgendetwas raten zu müssen. Und das meiner Meinung nach ist ein großartiger Übergang zu unserem nächsten Thema. Und das kommentiert der Autor und Aphoristiker Michael Klonowski. Und wie lautet das Thema? Wein als Grundnahrungsmittel. Ein Grundnahrungsmittel erkennt man daran, dass es unverzichtbar ist. Steht es nicht auf dem Tisch, fehlt etwas Entscheidendes. Befindet es sich nicht unter den Vorräten des Hauses, dann stimmt meistens etwas mit dem Hausherrn oder der Hausherrin nicht. Heute gibt es ja immer mehr Leute, bei denen kulinarisch etwas nicht stimmt und die simple Grundnahrungsmittel kategorisch ablehnen. Wein ist ein Grundnahrungsmittel. Er ist bei Tische absolut unverzichtbar. Natürlich vor allem als Speisebegleiter. Aber allein schon als Anblick. Die verschiedenen, den Inhalt bereits verratenden Formen der Flaschen, die verführerischen oder geheimnisvollen Etiketten, die Vielfalt der Gläser. Ob es nun ein kleines Pressglas für den roten Landwein ist, das auf dem Holztisch im Garten steht, oder ein Pokal für den Bordeaux am Abend auf der weißgedeckten Tafel im Speisezimmer. Oder ein filigraner Weißweinkelch, der mittags auf einem Tischchen der sonnenbeschienenen Terrasse beim Italiener sein gefüllt und vor allem geleert werden erwartet. Die Gläser sprechen bereits vom Wein. Und wenn dann erst das Farbspiel des Rebsaftes in ihnen anhebt, dieses schier unendliche Spektrum von Strohgelb, fast weiß bis zum tiefsten Rubinrot ins nahezu Schwarze. Der Wein dekoriert den Tisch und macht Appetit. Das Auge isst nicht nur mit, das Auge trinkt auch mit. Umgekehrt bekommt ein gedeckter Tisch ohne Wein darauf etwas Trostloses, Asketisches, Ungeselliges, ja, Abweisendes. Die eingangs erwähnte Unverzichtbarkeit gewinnt der Wein als Begleiter des jeweiligen Essens. Man kann dieses Grundnahrungsmittel natürlich auch ohne Essen zu sich nehmen. Als Gesprächsbegleiter beispielsweise oder einfach aus purer Freude am Dasein, also an beider Dasein, das meine und das des Weines. Oder zum Nachdenken, zum Selbstgespräch. Auch als Sorgenbrecher taugt der Wein. Doch während sich solche Verwendungen einfach ergeben, verlangt ein warmes Mahl gebieterisch und regelmäßig nach der Eskortierung durch einen Wein. Über den passenden Rebsaft zum Essen sind viele Regalmeter Bücher geschrieben worden, manche davon auf akademischem Niveau. Aber das ist hier nicht unser Thema. Hier geht es um die schöne Normalität
des täglichen Weintrinkens. Da muss man nicht promovieren und auch nicht protzen, sondern es sich einfach munden lassen. Ich möchte weder in einem Land leben, dessen Kulturlandschaft nicht da und dort vom Weinbau geprägt ist, noch kann ich mir eine warme Mahlzeit ohne Wein vorstellen. Der Kummer, ach, was, der Horror, der mich befiele, wenn auf einer gedeckten Tafel die Weingläser fehlten, würde meinem Wohlbefinden mit Sicherheit mehr schaden, als es ein Schluck, in meiner Maßeinheit eine Flasche zu viel, je täten. Mit Menschen bei Tische zu sitzen, die Wasser oder Saft trinken, deprimiert mich zutiefst, und ich suche solche Gesellschaft mit allen Mitteln zu meiden. So geistvoll, amüsant und originell kann kaum jemand sein, dass er das kompensierte. Zumindest habe ich noch keinen solchen Menschen kennenlernen dürfen. In den mediterranen Ländern trinkt man üblicherweise zu jeder Mahlzeit Wein. Ich weiß, auch dort greifen die Verheerungen der Abstinenz um sich, vor allem auch der importierten. Doch zumindest ich werde es schaffen, das bis zum Ende meiner Tage zu ignorieren. Zu jeder Mahlzeit bedeutet mittags und abends. Gefrühstückt wird dort zu Lande in der Regel bekanntlich nicht. Man isst dafür abends später und ausführlicher. Und immer warm. Ich will niemanden, der körperlich arbeitet und deshalb morgens mit Eiern und Schinken loslegt, schon zum 8-Uhr-Glas animieren. Aber beim Mittagessen ist bei mir immer ein Gläschen fällig. Man kann doch unmöglich eine, sagen wir, gegrillte Dorade essen ohne einen Pinot Bianco dazu. Oder eine Pizza ohne einen leichten roten Sauser zum Nachspülen und zur Geschmacksverfeinerung. Und doch sehe ich ständig Menschen, die darauf verzichten und stattdessen eine Apfel- oder Rhabarberschorle wählen oder gleich Wasser. Was haben diese Leute für Geschmacksnerven? Mir ist das völlig rätselhaft. Mir mundet ein Essen ohne Wein ungefähr so wie ein Braten ohne Soße. Im Übrigen ist zum Essen irgendein Wein besser als gar keiner. Wenn ich irgendein Wein sage, meine ich natürlich keinen schlechten. Doch wenn drei Leute am Mittagstisch sitzen und jeder isst etwas anderes, der eine Fleisch, der andere Fisch, der dritte Pasta, dann kann man sich auch eine Flasche teilen. Franzosen bevorzugen dann meistens Rotwein. Roter zum Fisch als Tabu, das zum Beispiel ist längst passé. Wobei ich es gern so halte, dass ich bei Tageslicht Weißwein und bei künstlichem Licht Rotwein trinke. Der Wein ist integraler Bestandteil einer Lebensart, welche die Liebe zur Literatur, zu den Künsten, zur Musik, zum anderen Geschlecht, zur Gelehrsamkeit, zum schönen Gespräch und zu den Freuden der Gastronomie einschließt. Menschen, die keinen Wein trinken, sind für mich ungefähr so anziehend wie Menschen, die keine Gedichte auswendig wissen. Ein sicherer Lacher, wenn ich eine Lesung veranstalte, ist ein Passus aus dem Weinkapitel meines Buches Lebenswerte, der da lautet: Der mühevolle und anfangs gar nicht billige Weg zur kulinarischen Selbstveredelung hat mich in eine Risikogruppe versetzt, deren Vertreter von ungefähr der Hälfte der Mediziner sorgenvoll bis streng angeblickt werden. Die andere Hälfte gehört selber dazu. Unter Ersteren gibt es Puristen, die behaupten, jeder Schluck sei schädlich. Vom Göttertrank der Alten zum Zellgift der Gesundheitskommissare, so weit muss man erstmal kommen. Für mich gelten jedenfalls zwei Maximen. Erstens, jeden Tag Wein. Zweitens, lieber 10 brandenburgische Skinheads am Tisch als einen Abstinenzler. Hier lacht das Publikum immer. In der Zeit indes las ich, ich weiß nicht mehr genau wann, aber solche Texte werden ja regelmäßig gedruckt, Alkohol schadet ab dem ersten Tropfen. Und im Spiegel stand geschrieben, auch die geringste Menge Alkohol ist problematisch. Um der Gesundheit nicht zu schaden, sollte man darauf verzichten. Also wenn ich das täte, würde ich wahrscheinlich krank.
Ich bin gewiss kein Prediger des Vollrausches. Der ist etwas für junge Leute und für Verzweifelte. Ein Weintrinker weiß, wann er Pausen einzulegen hat und wann es genug ist. Doch dieser eben zitierte Gesundheitsfanatismus ist das Zeichen der Langweiler, der Glanzlosen und Unilluminierten. Der große Weintrinker Goethe war nach heutigen Maßstäben mit seinen 1 bis 2 Flaschen pro Tag ein schwerer Alkoholiker, auch wenn es leichtere Tropfen waren als heute. Und er ließ sich den Wein sogar zur Kur nachschicken. Einem Schlemmer gelang es übrigens, dass eine ganze Rebsorte nach ihm benannt wurde, Justinus Kerner. Der Dichter und Arzt verzehrte täglich mindestens 2 Liter. Berechnungen seines Sohnes zufolge hat er bis zu seinem Tod, er wurde 75 Jahre alt, etwa 21.000 Liter Wein gepichelt. Als Arzt schrieb Kerner über die Wirkungen des Rieslings auf das Nervensystem und warnte vor übermäßigem Weingenuss. Also vermutlich ab 3 Liter pro Tag. Während das Bier schwer und träge macht, der Schnaps stumpf, verleiht der Wein dem Tag Schwung und beflügelt den Geist. Und was gäbe es Besseres, als beschwingt durchs Leben zu gehen? Zum Wohle! Zum Wohle, das wünsche ich auch. Und damit kommen wir in unserer heutigen Sendung Leib und Speise schon wieder an unser letztes Lied. Und natürlich kann eine Kurzvorstellung des Tango ohne einen Interpreten nicht auskommen, der am Ende des 20. Jahrhunderts den Tango vielleicht nicht neu erfand, aber zumindest den Tango Nuevo, also den neuen Tango, entscheidend prägte und sein Instrument, das Bandoneon, zu einer Kunstform führte, die immer noch ihresgleichen sucht. Astor Piazzolla. Das nun folgende Lied Sur, also Süden, ist für mich so etwas wie der Extrakt des Tango. Beim Hören fast schmerzhaft durch das ziehende Bandoneon, im Gesang tragisch und traurig und doch auch eine Hommage an ein vergangenes Bild von Männlichkeit, vielleicht von Heldentum, das Ernst Jünger in einem Tagebucheintrag vielleicht am passendsten zusammenfasste. Haltung bewahren im Angesicht des Nichts. Das ist der Tango. Amor, vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero sur, sur, te quiero. Thank you.
vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sol como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llevo el sur, te quiero sur, te quiero sur. Und das war's schon wieder mit Leib und Speise für diese Woche, natürlich auf Kontrafunk. Hat es denn keine Neuigkeiten gegeben? Doch, die letzten Tage sind die Wein- und Restaurantführer für Deutschland, Österreich und die Schweiz herausgekommen. Natürlich gab es einige kleine Skandälchen, einige der besten mussten heruntergeschrieben werden, einige der nicht ganz so guten hochgeschrieben werden. Das sind alles Bücher, die der Aufmerksamkeitsökonomie unserer Tage geschuldet sind. Jedes Jahr muss irgendwas Neues gebracht werden, müssen die News und Neuigkeiten und das Volk gebracht werden. Der Informationsgehalt und vor allem der seriöse Informationsgehalt ist viel geringer, als man denkt, und mehr noch, wenn man weiß, wie derartige Publikationen zustande kommen. Ich habe sie, das gebe ich zu, auch lange Jahre benutzt, weil als Adresskarteien sind diese Bücher durchaus von großem Nutzen. Ansonsten hoffe ich, dass Sie nächste Woche wieder einschalten. Da geht es um Käse und um Wein und um die deutsche Königstraube, den Riesling. Über Tipps, Anregungen und Fragen freue ich mich immer. Am besten per E-Mail unter info@kontrafunk.radio. Und dann verbleibe ich mit den besten Grüßen. Bis nächste Woche, Ihr Markus Fahlefeld.